letzten Kaiser Pandarias fiel ein schreckliches Los zu. Eine brennende Legion drohte, die Welt zu zerreißen. Zweifel, Verzweiflung und Angst hatte Shao Hao abgelegt. Voller Selbstgewissheit wollte er eine Armee aufstellen. Hoch in den Gipfeln des Kunlai schliffen die 100 größten Krieger Pandarias ihre Künste unter den wachsamen Augen des Weißen Tigers, dem Geist der Stärke. Ich brauche eine Armee, verkündete Shao Hao. Stellt meine Krieger bereit. Doch der Weiße Tiger erkannte im siegesgewissen Kaiser eine große Dunkelheit. Warum kämpft ihr? Fragte der Tiger. Brüskiert, sagte Shao Hao, um die Dämonenhorden zu zerstören, um meine Gegner zu vernichten. Nein, das ist kein guter Grund, sagte der Tiger. Ihr seid furchtlos, doch ihr tragt eine Last. Shao Hao schnaubte verächtlich, also forderte der Weiße Tiger ihn heraus. Nehmt diesen Stab, berührt damit einen meiner Krieger und sie stehen unter eurem Befehl. Von den Rufen des Affenkönigs angespornt, drehte sich der Kaiser, schwang den Stab und stieß zu. Doch die Krieger wichen jedem Hieb mit Leichtigkeit aus. Shao Hao brüllte erzürnt. Seine gesamte Wut brach als das Schar des Zorns aus ihm heraus. Der Kaiser brach den Stab wutschnaubend über sein Knie. Gewalt und Hass kamen zum Vorschein. Jetzt seht ihr, weshalb ihr zum Führen nicht bereit seid, sagte der Weiße Tiger. Euer Zorn verleiht euch keine Macht. Er schwächt euch. Wehrlos stand Shao Hao vor der Dunkelheit, die er geschaffen hatte. Unvermittelt stürzten sich die drei Schar auf ihn. Doch als der Rauch sich lichtete, war der Kaiser unverletzt. Zu seinen Füßen lag der Körper eines mächtigen Kriegers. Er hatte den höchsten Preis bezahlt, um seinen Kaiser zu retten. Shao Hao war zutiefst berührt. Er kniete bescheiden vor dem Weißen Tiger. Mein Zorn hat einen hohen Tribut gefordert, sagte der Kaiser. Ein einziges Opfer hat mir die Macht von Freundschaft gezeigt, von Liebe und von Frieden. Der Weiße Tiger nickte. Abermals frage ich, warum kämpft ihr? Für Heimat und Familie, antwortete Shao Hao. Für alle, die meinem Schutz unterstehen. Ich weiß jetzt, was ich tun muss. Danke, Weißer Tiger. Der Kaiser erhob sich, von allen Lasten befreit. Kommt, Affenkönig, wir müssen zum Herzen Pandarias, bevor alles verloren ist. Als sie sich auf den Weg machten, verdunkelten sich die Himmel, denn die Zerschlagung war gekommen.